Jedi, die Hüter von Frieden und Gerechtigkeit in der Galaxis? Das trifft vielleicht auf viele Jedi zu. Der Jedi, um den es heute geht, tötete allerdings ein ganzes Sonnensystem. Der machtsensitive Kip Doran wurde von Han Solo und Chewbacca aus dem Gefängnis auf Kessel befreit. Auf der Flucht stahlen die drei aus der nahegelegenen Schlund-Waffenforschungsstation den Suncrusher, eine sternjägergroße Superwaffe, die mit einem Torpedo ganze Sonnensysteme vernichten konnte. Der Suncrusher sollte dann im Gasriesen Yavin für immer verbannt werden und Kip trat dem neuen Jedi-Orden Lukes auf dem vierten Mond Yavins bei. Der antike Sith-Lord Exakun, dessen Geist aber auf Yavin 4 gebannt war, schaffte es, Kip in seinen Bann zu bekommen und dessen Hass auf das Imperium zu verstärken. Dadurch zog Kip den Suncrusher mit der Macht aus Yavin raus und zerstörte zuerst einen Nebel mit einem Sternzerstörer darin und flog dann nach Carida, wo sich eine angesehene imperiale Akademie befand und die Elite des Imperiums ausgebildet wurde. Letztendlich feuerte Kip unter Einfluss des Exar-Kuns ein Torpedo auf die Sonne des Systems, was alle Planeten darin zerstörte und 25 Millionen Anwesen tötete. Han Solo konnte Kip wieder zur Vernunft bringen und Kip wurde wegen des Einflusses Exar-Kuns nicht mal vor Gericht gestellt, wenn er Buße tun würde. Teil der Buße war es, den Suncrusher zurück zum Schlund zu bringen und in einer massiven Schlacht in eins der schwarzen Löcher zu steuern. Wenn ihr mehr über die Hintergründe des Suncrushers und dieser Situation erfahren wollt, schaut in die neueste Folge der Fall des Imperiums-Reihe auf Star Wars Basis rein.